Das Leonardo-Zentrum für Kreativität und Innovation ist eine Kooperation zwischen der Technischen Hochschule, der Hochschule für Musik und der Akademie der Bildenden Künste hier in Nürnberg. Leonardo unterstützt und begleitet interdisziplinäre Projekte, die sich mit gesellschaftlichen, kulturellen und technologischen Herausforderungen und Fragestellungen auseinandersetzen und mit Partnern aus Wissenschaft, Wirtschaft und Kultur zusammen den Wissenstransfer in die Gesellschaft zu initiieren. Im Spirio Sessions Projekt forschen Studierende der Hochschule für Musik und der Fakultät Informatik der Technischen Hochschule unter der Leitung von Professor Martin Ulrich, Basus Trump und meiner Wenigkeit daran, wie KI in kreative Prozesse eingebunden werden kann. Aufbauend auf Arbeiten, die Computer wie Bach komponieren oder Glengul spielen lassen, entwickeln wir interaktive Systeme, die in Echtzeit mit Künstlern musizieren. Bei dieser Human-Computer-Co-Creation ist es nun besonders spannend, das Wechselspiel zwischen den Musikern auf der einen Seite und der KI oder den KI-gesteuerten Instrumenten auf der anderen Seite zu beobachten. Wer beeinflusst hier wen und wie empfinden wir Zuhörer das Ganze überhaupt? Die Balance zwischen Nachahmen, Begleiten, Eigeninitiative, bei Menschen nennen wir das Intuition und Musikalität. Technisch aber lässt sich das nachbilden, und zwar durch Reproduktion, Adaption und zufällige Generierung. Aber sind Maschinen dadurch kreativ? Oder was ist Kreativität eigentlich genau? Was definiert das? Im Folgenden möchten wir Ihnen einen Einblick in unsere Werkstatt geben, im Miracle, dem Music Interaction Research and Audio Creation Lab, lernen unsere Studierenden die Systeme kennen, experimentieren mit ihren Einstellungen. Ja, begleiten Sie uns für ein paar Minuten in eine faszinierende Musikwelt. Thank you.
Musik.